Hallo, mein Name ist Edith Capella und ich stelle Ihnen heute eine spätmittelalterliche Handschrift aus dem Stift Klosterneuburg vor, die eine Übersetzung, eine deutschsprachige Übersetzung der Bibel enthält, die etwa 200 Jahre vor Martin Luthers Übersetzung entstanden ist. Die Handschrift, die wir hier haben, ist allerdings 100 Jahre später abgeschrieben worden. Sie ist von etwa 1410. Aber der Text darin, also die Übersetzung der Evangelien, die ist vom sogenannten österreichischen Bibelübersetzer, der in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts gelebt hat. Warum österreichischer Bibelübersetzer? Wir wissen leider von ihm heute keinen Namen mehr. Er hat sich nie selbst namentlich genannt. Allerdings wissen wir eben von seinen Werken und auch von Anfeindungen, die ihm aufgrund dieser Übersetzung der Bibel, die er herstellte, widerfuhren. Er bezeichnet sich selbst als Laie, das heißt, er war vermutlich kein Geistlicher. Und er übersetzte die Bibel ins Deutsche, um sie den Gläubigen näher zu bringen, so dass jeder die Bibel verstehen konnte. Und er macht das auf eine spezielle Art und Weise. Er beginnt, den lateinischen Anfang der Bibelstelle wiederzugeben. Hier haben wir zum Beispiel Christi Himmelfahrt. Danach leitet er mit dem Wörtchen Deutsch die Übersetzung ein. Hier folgt dann die Übersetzung der Bibelstelle, bis er dann mit Auslegung die Erklärung der Bibelstelle anschließt. Diese Übersetzungen der Bibelstellen erinnern sehr stark an heutige Übersetzungen, die wir kennen. So zum Beispiel die Übersetzung des Weihnachtsevangeliums, die sich ganz am Beginn der Handschrift befindet. Denn dieses sogenannte Evangelienwerk ist nach dem Leben Jesus aufgebaut. Das heißt, seine Geburt befindet sich natürlich ganz am Anfang. Wir sehen hier die Geburtsszene und den lateinischen Bibel, also den lateinischen Abschnittsbeginn, und es folgt dann die Übersetzung. Es geschah in den Tagen, dass der Kaiser Augustus gebot, dass alle die Welt angeschrieben wird. Die Erstanschrift geschah von dem Richter Cyrino zu Syria. Und alle Leute gingen ein irrgleich Mensch in sein Stadt, dass sie da verjachen und sich erzeigten. Und so weiter. Und zur Stelle des Weihnachtsevangeliums ist zu sagen, dass die Übersetzung ein bisschen mehr als eine Spalte ausmacht, die Auslegung, also die Erklärung aber, daraufhin 10 Seiten, also ganze 5 Blätter füllt. Momentan läuft ein interakademisches Projekt zum österreichischen Bibelübersetzer. Beteiligt sind hier die Bayerische und die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften sowie die Universität von Augsburg. Als Kooperationspartner ist auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften beteiligt. Dieses Projekt erforscht und analysiert die Person sowie die Texte des österreichischen Bibelübersetzers und macht diese auch heutigen Lesern zugänglich.